Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, das letzte Video ist ja eigentlich ganz gut angekommen. Es freut mich auf jeden Fall. Und ihr habt mich auch gefragt, wo kann man denn seine Demos denn reinschicken? In der Videobeschreibung werde ich euch meinen Discord-Server verlinken. Da könnt ihr eure Projekte dann einsenden. Ich werde mir dann die Sachen anhören und mal gucken, welches davon am meisten Potenzial hat. Aber bitte tut mir einen Gefallen, bitte nicht schon irgendwelche Sachen, die ihr schon released habt. Kommen wir nun zum eigentlichen Thema des Videos. Ich habe lange Zeit kein Frage-Antwort-Video gemacht und ich habe mir gedacht, Leute, stellt mir doch Fragen auf Instagram und ich werde versuchen, so gut es geht, sie zu beantworten. Und ich würde sagen, wir legen einfach los. Oh, shit. Die erste Frage ist von Kopfstimme. Wie wird man so awesome wie du? Also wirklich, also wirklich. Oh, das geht runter wie Öl. Sind es die Gene? Nein, es ist alles eine Frage der Übung. Wow, die nächste Frage ist von meinem Homie Sebastian Schilde. Vermisst du mich nicht? Dann ruhe ich ihn besser mal an. Hallo? Hey Sebastian, was geht? Ich wollte mich eigentlich nur bei dir melden, also nur weil... Was? Ich kann nicht! Du hast... Okay. Ich wollte mich eigentlich bei... Was? Ey, was? Okay, alles. Okay, ciao. Mr. Tau, a.k.a. die Robbe, fragt, wie schaffe ich es, so gut auszusehen wie du? Was ist denn los mit euch, Leute? Gebt mir so viele Komplimente, dass mir einer richtig abgeht. Keine Ahnung. Ich glaube, du wirst mich verarschen. Sieht das gut aus oder was? Nächste Frage. Colin Schulte Music fragt, Ananas auf Pizza? Ja, aber natürlich. Wer von euch mag denn keine Ananas auf Pizza? Frizz Music fragt, kannst du mal was in Richtung Rave, Warehouse, Industrial Techno machen? Erstmal muss man geklärt haben, was ist Warehouse Industrial Techno? Habe ich noch nie gemacht, aber ich kann es mir ungefähr vorstellen. Ist das sowas wie diese Techno-Viking-Mucke? Gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Was für ein Programm benutzt du für deine Musik? Leute, ich werde ab sofort immer das Musikprogramm in der Videobeschreibung verlinken. Also guckt erst in der Videobeschreibung nach. Und falls ihr immer noch nicht wisst, was für ein Musikprogramm ich dann benutze, dann könnt ihr mich fragen, okay? Warum schreibst du Yo anstatt von Yo? Das ist inakzeptabel. Welche Library für Filmmusik benutzt du? Boah. Zum einen Teil viel von Native Instruments, zum anderen Teil auch viel von East West und dann noch ein paar andere. Wenn ich das jetzt alles aufzähle, wird die Liste ewig lang. Reino Okami, mal zusammen Musik machen? Ich weiß ja noch nicht mal, was du machst. Warum bist du so dumm? Das ist eine sehr gute Frage, lieber Julius, und die möchte ich gerne mit einer Gegenfrage beantworten. Warum nicht? Hey Vincent Lee Music, how are you today? I'm a little bit tired, but I had a very pleasant day today. Thanks for asking. Frölix fragt, günstige Soundkarte, die du empfehlen kannst. Also wenn du jetzt nur Podcast oder sowas machen möchtest, dann hätte ich gesagt von Zoom das U22. Aber wenn du jetzt in die Musikproduktion gehen möchtest, dann hätte ich jetzt gesagt was ordentliches, was aus der Focusrite Scarlett Reihe. Das ist vollkommen ausreichend. Welchen Analog-Synth-VST würdest du als deinen Favoriten bezeichnen? Da sage ich ganz klar, das ist der Juno von Thal. Der macht einfach so einen fetten Sound. Der ist so warm und ah. Geil. TomTom779 fragt, welches DAW ist beste? Lieber TomTom, da gebe ich dir zwei Antworten und eine davon ist eine Lüge. Ableton ist das Beste, FL Studio ist das Beste. Bernie PW fragt, wie lange produzierst du schon Beats? Ich meine zu glauben, dass es knapp 25 Jahre sind. Santa Gans fragt, hast du eigentlich Imit weniger lange an einem Beat, da du schon seht viele gemacht hast? Ich schon seht viel gemacht, einem Beat hast du eigentlich immer, habe ich viel gemacht. Also, sorry, ich hoffe, du hast meine Antwort verstanden. Welches Instrument würdest du gerne spielen können? Am liebsten würde ich gerne mit meiner Stimme spielen können, weil ich meine ja, die Stimmbänder sind ja auch irgendwie ein Instrument. Wie lange brauchst du für einen Track so wie Mach die Robbe? Also Mach die Robbe selber habe ich circa eine halbe Stunde gebraucht. Also nur für die Ideeumsetzung. Aber wenn du meinst, das komplett ausproduzierte, hätte ich gesagt, ein Tag. Hi, ist keine Frage. Kein Problem. Weiter. Was ist dein Lieblings-Plugin? Sprich, welches benutzt du am häufigsten in deinen Tracks? Addictive Keys, muss ich sagen. Um zum Beispiel Ideen festzuhalten, die ich einspiele. Was macht André da im Hintergrund? Wo? Meinung zu Genesis. Plugin von Umid Joe. Leider sagt mir das Plugin nichts, aber jetzt, wo ich es gelesen habe, werde ich es mir mal reinziehen. Kannst du mal die besten Musikmacherprogramme vorstellen? Jetzt mal Real Talk, Leute. Es ist scheißegal, was für ein Musikprogramm ihr benutzt. Letzten Endes ist das Musikprogramm nur so gut wie der User. Kurz gesagt,
empfehle ich dir, probier alle Programme aus. Und das Musikprogramm, was dir am meisten zusagt, da solltest du dann bleiben und üben, 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 üben und besser werden. Ich produziere seit 1,5 Jahren Musik und würde gern wissen, ob du dir vielleicht was anhören würdest. Wie gesagt, in der Videobeschreibung ist mein Discord-Server verlinkt. Da kannst du dann auf den entsprechenden Kanal dein Demo dann einschicken und ich höre es mir dann an. Kannst du mal einen Beat rein mit Vokalen aus deiner Stimme bauen? Challenge accepted. Wird im nächsten Video dann vorkommen. Bist außer auf bei etwas anderem außer YouTube aktiv? Ja klar, Twitch, TikTok, Instagram, Spotify. Tobias Krämer 94 fragt, wie geht es weiter mit dir und Julian? Arbeitest du noch mit für ihn? Definitiv werde ich noch weiterhin mit ihm zusammenarbeiten, also da wird noch kein Ende in Sicht sein. Oder Ju? Oder? Badaboom, One Piece oder Dragon Ball? Ey, ganz klar Dragon Ball. Shirox Tori fragt, wo hast du deine Frau kennengelernt? Als ich noch Student war, hatte ich einen Minijob in einem Baumarkt und da habe ich sie das erste Mal gesehen und auch kennengelernt. Und ich muss sagen, sie war der Hammer. Ah, der ist gut, versteht ihr? Baumarkt, Hammer. Genie, oder? Kannst du dann den John anpassen, wenn Ju es nicht macht? Wieso soll ich John anpassen? Der ist doch schon integriert. Dasa147 fragt, was ist für dich der leichteste Weg, Vocal Chops zu machen? Ich finde nicht, dass Vocal Chops produzieren schwer ist. Außer bei FL Studio, da muss ich sagen, mein lieber Herr Gesangsverein, da Vocal Chops zu bauen, das ist eine Qual, ist das. Eine Qual. Wie lange kennt ihr euch? Sag mal, Vince, wie lange kennen wir uns eigentlich schon? Du, ich würde sagen, ein ganzes Leben schon. Oh. Ja, richtig. Oh, du bist schon ein Kerl. Ah, du Schlawiner, du. Ist das Gitarrenriff aus Bruder muss los, The End, an One More Light von Linkin Park angelehnt? Jetzt, wo du die Frage gestellt hast, habe ich gerade eben reingehört und ich muss sagen, verdammt, es hat eine gewisse Ähnlichkeit. Hast du noch Kontakt zu Marius, beziehungsweise macht ihr noch was? Ja, wir machen auf jeden Fall noch was. Und das Geile ist, wir haben eventuell ein paar Auftritte. Es ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern, aber wenn es soweit ist, werde ich euch davon berichten. Was wirst du sein, wenn du kein Musikproduzent wärst? Wahrscheinlich würde ich dann als Fachinformatiker arbeiten. Welche Musikinstrumente kannst du spielen? Ja, das sind so ein paar Instrumente, die ich einigermaßen spielen kann. Dein absolutes Lieblingsspiel. Wenn du das nicht beantworten kannst, was spielst du am meisten zurzeit? Also zurzeit spiele ich sehr gerne Overwatch. Und wenn ihr Bock auf Gameplay habt, dann könnt ihr gerne auch auf meinen Twitch-Channel gehen. Da werde ich jetzt nicht nur Musik machen, sondern ich zock auch sehr gerne. Woher holst du deine Sounds und Samples? Meine Melodien klingen mit den Stocks langweilig. Also zum einen sample ich natürlich sehr viel selber. Und zum anderen nutze ich natürlich auch Splice. Allerdings gibt es sehr viele Produzenten, die Splice-Samples nutzen. Und da ist es natürlich schwer, dann irgendwie wieder herauszustechen, weil jeder quasi auf dieselben Sounds zurückgreift und da muss man dann ein bisschen kreativer dann sein und gucken, dass man dann irgendwas Neues daraus kreiert. Deswegen mache ich mir halt die Mühe, dass ich dann trotzdem irgendwie noch versuche, was Eigenes zu samplen und ein bisschen eine eigene Note da reinzubringen. Also ich finde, Splice ist auf jeden Fall mega stark für Singer-Songwriter und für Produzenten, die auf jeden Fall schnell mal was abliefern müssen. Dafür ist es auf jeden Fall sehr gut geeignet. Kann ich Wins haben? Natürlich kannst du das. Und grüß mir bitte Sally. Würdest du eine Collab mit einem Hardstyle-Produzenten starten? Ich bin auf jeden Fall offen für jede Musikrichtung, auch für Bass House. Kleiner Insider am Rande. Letzten Endes spielt leider Zeit für mich eine wichtige Rolle. Das heißt, ich muss halt priorisieren, was ist wichtig für mich und was ist leider nicht wichtig für mich. Deswegen, da muss man halt schauen. Was war das erste Instrument, das du gelernt hast? Schlagzeug. So Leute, das war das erste Frage-Antwort-Video für dieses Jahr. Falls ihr nochmal ein Frage-Antwort-Video sehen möchtet, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gerne mit einem Daumen hoch zeigen. Und für die Neuen unter euch, die sich für Musik interessieren, gerne diesen Channel abonnieren und die Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und ansonsten folgt mir gerne auf Twitch, wenn ihr Bock habt auf Gameplays oder Musikstreams. Und ansonsten auf allen anderen Social-Media-Kanälen, Instagram und so weiter und so fort. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, wir sehen uns in alter Frische wieder.
Bis zum nächsten Mal.